Trotz verbesserter Schneidwerkstechnik an Ladewagen und Pressen setzen weiterhin viele auf gehäckselte Grassilage. Wer dies mit Rundballen realisieren will, hatte bisher nur ein aufwendiges und teures Verfahren zur Auswahl. Philipp Meyer aus Willisau fragte sich, ob es nicht einfacher gehen könnte, indem man Häckseln, Pressen und Wickeln in einer mobilen Maschine vereint. So machte Meyer erste Versuche, bei denen das Futter mit angehängtem Kongskilde-Feldhäcksler über einen Trichter in den Einzug einer bereits vorhandenen Welgerbänderpresse gegeben wurde. Aufgrund der positiven Erfahrungen startete Meyer zu einer neuen Konstruktion, die alle Arbeitsschritte kompakt auf einem wendigen Tandemfahrwerk aufnehmen sollte. Wichtige Ideen brachte der Austausch mit dem erfahrenen Maschinenbauer Walter Witzig aus Feldbach. Eine erste Version mit herkömmlichem Pickup wurde in mehreren Schritten bis zu dieser Version mit der Bezeichnung TB Master MV1352S weiterentwickelt. Zuvor mussten aber einige Herausforderungen gemeistert werden. Wird in einer Presswickelkombination mit handelsüblicher Bänderpresse gehäckseltes Futter verarbeitet, fällt viel Futter herunter. Diese Verluste wollte man auffangen und wieder in die Aufnahme zurückführen. Dies geschieht nun mit einer mehrstufigen Förderanlage. Herzstück ist dabei ein unter der Presse montierter Kratzboden, der Verluste nach vorne zurückfördert. Unter dem Wickler ist ein Blechboden montiert. Eine am Wicklertisch befestigte Bürste fördert das heruntergefallene Futter auf den Kratzboden. Vorne am Kratzboden fallen die Verluste in eine Wanne. Eine Schnecke fördert diese zur rechten Seite. Im 90-Grad-Winkel folgt eine zweite Schnecke, die das Material wieder ans Zuführband übergibt. Die Übergabe vom Häcksler in den Rotor ist entscheidend. Das zur Patentierung angemeldete Übergabesystem arbeitet mit einem schrägen Kanal, in den das Futter durch einen hin- und herschwenkenden Auswurfkrümmer auf die Breite des Rotors verteilt wird. Der störungsfreie Futterfluss war eine weitere Herausforderung. Anstelle eines Pickups kommt nun ein seitlich angebrachter Bandschwader von Rock mit 300 cm Aufnahmebreite zum Einsatz. Der Häcksler konnte so um 90 Grad gedreht werden, sodass die in Fahrtrichtung ausgerichtete Häckslertrommel direkt angetrieben werden kann. Auch die seitliche Aufnahme mit quer eingebautem Häcksler ist zur Patentierung angemeldet. Die seitliche Aufnahme hat Vorteile. Der Fahrer überblickt die Sache gut. In Kurven gibt es Spielraum, ohne breite Schwaden vorher zu überfahren. Auch ist es problemlos möglich, seitlich in die Schwaden hineinzufahren. Andererseits erfolgt die Übergabe vom 90 cm breiten Band des Schwaders auf das Zuführband und die ebenfalls 90 cm breiten Vorpresswalzen regelmäßig und störungsfrei. Der hydraulische Antrieb des Bandschwaders hat den Vorteil, dass die Aufnahme unabhängig des Einzugs gesteuert werden kann und die Zufuhr einfach dosierbar ist. In Transportstellung kann der Bandschwader gerade nach oben geklappt werden. An der Presse selbst waren auch einige Anpassungen erforderlich. So mussten eine Walze und das Winkelgetriebe versetzt werden. Der Antrieb erfolgt über ein Verteilergetriebe, das neben einem Durchtrieb mit 1000 Umdrehungen pro Minute für den Häcksler, über einen 540er Abgang für die Presse und einen dritten Abgang für den Anbau einer Hydraulikpumpe für den Bandschwader verfügt. Die restlichen Funktionen werden über die Traktorhydraulik versorgt. Meyer erzielt mit der Maschine eine Stundenleistung von 25 bis 30 Ballen, die bei einem Durchmesser von 110 cm und optimalem Anwelkgrad ein Gewicht von 800 bis 900 kg aufweisen. Verglichen mit Häcksler und Maispresse fällt nicht nur die Einsparung von 2 bis 3 Arbeitskräften und Fahrzeugen auf. Bei Meyers Verfahren kommen mit den 220 PS des Traktors nur ein Bruchteil der Leistung aufs Feld. Dies schlägt sich auch in den Kosten nieder. Meyers Häckselballen kosten zwar etwas mehr als herkömmliche, sind jedoch deutlich günstiger als Ballen, die mit dem Feldhäcksler-Maispressenverfahren hergestellt werden.